Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen Playmobil-DIY-Video. Heute zeige ich euch ein selbstgebasteltes Playmobil-Kino. Ihr seht schon, Stella und ihre Freundin hier unten haben schon Platz genommen und gucken gerade ein Anti-Stress-Ball-Video. Ich habe hier vorne nämlich ein 7 Zoll kleines Tablet reingestellt. Darauf können die Playmobil-Figuren dann tatsächlich Videos gucken. Den Vorhang habe ich aus Washi-Tape gemacht. Hier unten liegt noch ein bisschen Filz. Und das ganze Kino besteht aus einer Pappschachtel. Die habe ich schwarz angesprüht. Und das sind eigentlich auch schon alle Materialien, die ihr braucht. Die Sitze hier sind aus Silclay. Und ja, wie das Ganze dann genau funktioniert, seht ihr jetzt. So, für das Kino starte ich mit einer großen Kiste. Die ist etwas größer als ein Schuhkarton und oben auch offen. Ich schneide jetzt erstmal zwei Seiten weg, also die Seite, die hier zu mir zeigt und auch eine von den schmalen Seiten. Dadurch ist die Kiste jetzt an zwei Seiten offen und sie hat hier oben jetzt noch diese Laschen, die schneide ich jetzt auch noch ab. So sieht die Kiste dann aus, von allen Seiten einmal. Zwei Seiten, einmal die schmale, einmal die große. Vor die schmale kommt ja dann die Leimwand. Und hier der Boden. Und alles wird jetzt schön schwarz angesprüht. Dafür benutze ich hier dieses Adding Spray. Nach ein paar Stunden ist die schwarze Farbe dann getrocknet und es geht mit dem Innenausbau weiter. Dafür habe ich hier jetzt rotes Filz. Das wird der Teppich vor der Leinwand. Der kommt hier über diesen Bereich, der noch doppelt liegt bei mir. Und dann wird das Ganze zugeschnitten. Und dann natürlich mit Kleber fixieren. Dann braucht das Kino natürlich noch ein bisschen Glitzer und dafür habe ich hier das coole Glanztape. Das kommt hier einmal als Streifen an der Wand entlang. Und als weitere Deko kommt auch noch die Batman-Katze dazu. Bettycorn habe ich hier noch. Ich habe noch eine zweite Reihe Glanztape unter Bettycorn geklebt und jetzt kommen die Stühle hinein, bevor ich die Leinwand einbaue. Und für die Stühle benutze ich Silclay. Insgesamt mache ich 16 Stühle, daher wird das Kino ziemlich klein und auch komplett ebenerdig. Dafür hängt dann die Leinwand ein bisschen höher, damit auch alle gut sehen können. Und ich nehme hier so ein bisschen Silclay raus, also Seidenknete. Und ich habe hier auch schon eine Person zum Probesitzen. Ich forme mir jetzt als erstes so einen Ball. Der muss noch ein bisschen größer. So, und dann drücke ich die Playmobil-Figur einfach einmal hinein. Es wird so eine Mischung aus Sitzsack und Sessel. Also total kuschelig und bequem. Die Körperform bzw. die Abdrücke davon mache ich jetzt so ein bisschen flacher. Dafür könnt ihr auch gut so ein Holzstielchen benutzen. Noch einmal reinsetzen zur Probe. Ich habe hier ja eine erwachsene Figur, daher passt es dann für Kinder auf jeden Fall auch. Und mein erster Sitz ist damit fertig. Und genau so mache ich jetzt noch 15 weitere. Nachdem alle Stühle jetzt ihren Platz gefunden haben und aushärten, geht es vorne mit der Leinwand weiter. Und damit die Leinwand wirklich ein bisschen höher ist als der Rest des Kinos, habe ich hier schon mal Playmice bereitgelegt. Den lehne ich jetzt hier nämlich an die Wand, einmal komplett entlang. Und nehme mir dann ein bisschen Washi-Tape und klebe einen Streifen komplett davor her. Dafür
habe ich mir direkt richtig schönes dekoratives Tape ausgesucht. Hier vorne direkt einmal fixieren und festkleben. Da hinten ist es ein bisschen kurz geworden, deswegen kommt da nochmal ein extra Streifen dazu. So, und darauf kommt dann das Tablet. Ihr seht, es passt genau hinein und steht auch etwas höher als der Kinosaal. Das klebe ich jetzt auch noch mal fest. Dafür nehme ich das gleiche Washi-Tape. Dabei ist natürlich wichtig, dass ihr vorher ausprobiert, dass sich das Washi-Tape auch wieder lösen lässt. Das Tablet ist ja nicht fest installiert, sondern kann natürlich jederzeit wieder rausgenommen werden. Und diese Fixierung hier mit dem Tape, ich zeige euch das einmal oben. Hier oben einmal rüber. Stabilisiert das alles und dient auch gleichzeitig als Kinovorhang mit dem super coolen Muster hier. Bei diesem Tablet ist es so, dass ich es hier an der Seite einfach anschalten kann. Den Home-Button überklebe ich hier auch einmal. Und den Bereich hier oben dekoriere ich auch noch mit weiterem Tape. Und hier seht ihr jetzt nochmal das gesamte Kino im Einsatz mit Stella und ihrer Freundin. Ich hoffe, euch hat das Kino gefallen. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!